Willkommen zurück bei Battlefield 3 mit Racer. Ja, der Noob des Tages, so. Ja, so, ich habe ihn extra mal geholt, dass ich mich besser fühle und so. Übrigens, ich habe mir jetzt BFB C2 geholt und ja, ich glaube, ich werde es ab jetzt benutzen, um die Ausraster bzw. die die Kack-Situation im BF3 zu kompensieren, weil im Vergleich zu Ding. Oh, boah. Im Vergleich zu BF3 ist BFB C2 richtiger Müll. Also, das ist so sackschwer, wirklich, das ist unglaublich. Du spawnst einfach, läufst ein paar Meter und zack, bist von irgendeinem Penner weggerotzt. Oh, da ist ein Panzer, den versuchen wir mal so zu klatschen. Bist du eigentlich in meinem Team? Ja, ne? Ja, wenn ich nachgeschaltet bin, bestimmt. Ja, aber du bist nicht in meinem Squad. Ja, soll vorkommen. Also, da ist der Panzer. Wow, wie schön. Nein, jetzt ist der Panzer tot, ey, toll. Jetzt habe ich so einen Umweg geflogen und ist der Panzer tot. Wie der mich einfach mal weggefickt hat, geil. Du hast Ficken gesagt, oh shit. Krass. Was hab ich angefurzt, ne? Nix. Ja, hab ich gesagt. Angefurzt. Du. Ich? Nee. Durchs Mikro, oder? Ja. Fäden. So, komm. Nein. Erstmal ja so verstecken und jetzt. Boah, scheiße, den Typ sie da krieg ich ja nie. Aua, nein, scheiße. Kacke. Was gibt's bei dir so Neues? Ich war gestern einkaufen und hab 50 Euro rausgehauen und hab mir massenvorrätig Lasagne und Pizzen gekauft. Und ach natürlich so, noch ein paar Süßigkeiten, die aber leider alle schon weg sind. Ja. Mit mir hat der Penner ja wohl nicht gerechnet. Oh, ist da nochmal einer? Wo bist denn du? Ich bin bei ungefähr Baustelle. Ja, bei, toll. Bei Davy Baustelle. Ja, die ist ja so klein. Das ist da, wo der Kran ist. Ja, toll. Weiß, die, ja, weißt du, wie viele Kräne hier sind? Zwei. Oh. Ja, ich bin hier nämlich gerade. Oh, scheiße. Den hätte ich echt gleich abballern sollen. Eddie G. Der hat seinen Namen bestimmt aus Blutsbrüders. Kennst du Blutsbrüders? Ja, irgendwoher. Bestimmt. Eddie G. Oh. Yeah. Oh. Eddie G. Oh. Bist du jetzt in meinem Squad? Nee, ne? Nee. Squad? Nee. Aber in welchem Squad bist du? Wo steht denn das? Ich seh's. Du und Blue Devil. Wir haben extra so spät aufgenommen, damit wir meinen Abonnenten nicht nachschauen können. Ja gut, ja. Spät ist relativ, wir haben 12:30 am Abend, am späten Nachmittag. Ja, am sehr späten Nachmittag. Es wird so langsam dunkel seit 3 Stunden. Aha. Und natürlich heute auch wieder den ganzen Tag DayZ gezockt. Natürlich. Ich soll mich mal weiter höher bewegen, so. Ist hier einer? Nee. Hier ist ein Sniper. Ha, ich hab ihn. Dimpfelmoser. Was ist das für ein Name? Scheiße. Dimpfelmoser! Was hab ich denn? 5:2. Ja, geht doch. Hallo? Dimpfelmoser. Ich hab 1:10.000. Nein. Nein, töte mich nicht. So. Oh, das ist ein Feindpanzer, schade. Den hätte ich mir jetzt eigentlich krallen wollen, das wäre. Bist du immer noch bei der Baustelle? Nein, schon lange nicht mehr. Na toll, wo bist denn du? Ah, aber da ist Blue Devil und da unten waren auch gerade noch Gegner. Ach so, du bist ja in meinem Squad. Ja, genau, ja. Ich bin da im Squad. Warte mal, ich hab dich da hinten. Da hinten bist du. I have seen you. So, bist du tot? Hier sind. Oh, ich glaube, da will gerade ein. Oh, komm, klatschen. Jawohl, ich bin tot. Der Eddie G schon wieder. Ich glaube, der ist für meine 2, 3, 2, 3, für meine. Für 2 meiner 3 Tode ist der verantwortlich. Nur der. Boah. So, Leute, ne? Ach, du liegst an der Base, schimmelst du da rum? Ja. Wir haben ja nirgendwo anders. Ja, gut, dann schnipperian ich auch mal. Dann nehme ich mir nämlich ballistisch 12-fach, habe ich schon.
Als Knarre nehme ich mir doch mal die M1911. Weiß nicht warum, ich mach's aber. Sieht man davon überhaupt was? Wo? Was machst du so? Ach, steuerst du gerade den Muff oder was? Ja. Warte, ich komm mal kurz zu dir. Boah. Was heißt jetzt zu mir? Ich bin schon bei dir. Na was, ich meine mit meinem Muff. Achso. Ich bin aber direkt neben dir. Naja, trotzdem. Da komme ich halt mal kurz dorthin. Ich gebe dir einen Headshot. Warte, ich stelle mich direkt auf dich. Nein, nein, nix, nix. Ich stehe jetzt direkt auf dir. Jetzt ducke ich mich. Bis ich zurück. Jetzt sind sie schwul oder was? Nein. So, warte, mein Muff, der stürzt gerade ab. Ha! Ja, siehst du mich hier? Also den Muff? Ja, ich sehe ihn da oben. Guck. Hallo. Lol, ich dachte, hier kommt gerade ein Gegner. Kann nein, ich den nein. eigentlich kaputt machen, den Muff? Wollen wir mal probieren? Nein, nein, nix. Hast du hier Munitionskiste? Nee, na dann lieber nicht probieren. Ich will schnipperieren. Schaff ich sowieso nicht. Dafür müsste ich nämlich treffen, weißt du? Und das ist ja eh so eine Sache bei mir. Nee, es ist eher so eine Sache bei mir. Komm los, jawohl. So, jetzt bin ich da auf dem Dach drauf. Ist es eigentlich... Hä? Eine gute Nein, oh Mann, ey, so ein Wichser, den da oben, den wollte ich gerade wegschnippern. Scheißen Dreck. Wenn aber du der ist tot. Was? Wenn du eine gute Sniper-Position gefunden hast, kannst du ja dort mal so ein Spawn-Dings da aufstellen und da komme ich mal dorthin. Okay. Das war direkt neben dir, quasi. Fast schon. Naja, wenn du eine gute gefunden guck, hast. Guck, guck, direkt hier hinten. Ah, nee, stimmt, du bist ja noch im Muff. Ich mache hier trotzdem einen Spawn-Back hin. Ich könnte zwar mal bei dir spawnen oder an der Base, aber ist ja langweilig. Aber schön, dass du mir 10 Punkte gibst. So, echt optimal, du. Bisschen höher vielleicht. Ne, komm, also ganz ruhig, ganz ruhig. Hier, diese Hilfe bei Sichtung, das muss man mit dem Muff machen, ne? Das hat er mich auch gesehen, ey, scheiße. Oder? Ja, ja, ah, Headshot, sauber, so muss das. Hilfe bei Sichtung, das kann man mit Muff machen oder mit diesem Tux. Ich mach's mit Muff. Oder J-Tux. Ja, Muff geht auch einfacher. Damit kannst du auch Q spammen, aber du kannst ihn auch einfach hinstellen. Ich glaube, der spottet sogar automatisch, nur nicht so krass, als wenn du Q spammst. Ja, ganz weit hochfliegen und dann Q spammen. Das ist sowieso das Geilste. Ah ja, klar, hast du die ganze Map im Blick. Naja, fast, weil du kannst nicht genau unter dich gucken irgendwie. Scheiße. Ah, da hockt schon der Nächste. Bist du immer noch bei mir in der Nähe oder wo bist denn du? Ja, ich sniper schon wieder ein Headshot, geil. Ich weiß nicht, snipern kann ich mittlerweile. Ja, guck mal, hier. Siehst du mich nicht hier oben? Warte mal, hier, wo? Guck, rechts. Ach so. Scheiße, mein Muff schoss gerade irgendwo ab. Fuck. Warte mal. Scheiße, wo? Ich seh ihn. Ich seh ihn da oben. Jetzt hast du dich wieder gefangen. Oh, wahrscheinlich kommt er sowieso gleich wieder, weil der mich klatschen will. So, warte mal. Ja. Oh, der Heli will mich klatschen, pass auf. Pass auf, da ist ein Heli, ne? Ja, und mein Muff ist gleich im Arsch. Was fliegt denn da oben? Das ist ein Gegner, Muff, süß. Kann ich den nicht wegkacken? Ist er weg? Der Gegner-Muff ist weg, glaube ich, ja. Gut. Ja, ich weiß nicht, du kann mein Muff hier irgendwie was da wegmachen oder ist es dann automatisch oder machst du immer. Meinst du andere Muffs irgendwie wegrotzen oder wie? Ach, scheiße. Nein! Tot, oder mein was? Muff! Nein! Ist es abgesniped worden oder was? Wisst ihr nicht. Anscheinend schon. Ach nee, ich wurde gerade hier abgekackt. Oh, warte mal. Ich will aber hier das mit dem Muff machen, deswegen. Ach so, Muff. Ich kann dir ja mal ein bisschen. Ey. Ach nee, ich dachte gerade, da ist ein Gegner, das bist ja du. Außerdem würde der Gegner wohl kommen im Sniper in die gegnerische Base laufen. Oh, da ist ja schon wieder der gleiche. Doch, ich würde das machen. Und schon wieder mit dem Headshot weggerotzt. Junge, du kannst nicht gegen mich. Du kannst mich nicht antissen. Ich hab den jetzt dreimal da oben runtergesniped. Beim ersten Mal habe ich ihn runtergesniped, dann war er wahrscheinlich so, ach Mist, okay, dann hole ich ihn jetzt. Habe ich wieder runtergesniped, dann war der wahrscheinlich so, okay, dann hole ich ihn jetzt aber. Und jetzt habe ich ihn wieder runtergesniped. Nee. Und jetzt hat er wahrscheinlich irgendwann bald einen Hass gegen mich. Scheiße. Weil ich einfach geil bin. Mein Muff, der macht gerade einen Abgang. Geil. Nein, das ist aber jetzt nicht so geil. Ich habe auch voll die netten Kommentare gekriegt unter, wo wir Nosha Kennis gespielt haben, dass ich gut im Snipern bin. Finde ich übrigens sehr nett. Ja, war das nicht nur bloß einer? Oh ne, oh ne. Okay, das war bloß einer, aber trotzdem.
Guck mal, ich hab den Heli mit meinem Sniper kaputt gemacht. Ich krieg noch keine Punkte dafür, komisch. Oh, da oben hockt er ja schon wieder. Guck mal, mein Freund. Genau der gleiche wieder. Guck mal, ey, ich bin doch hier. Ja, genau so. Warte, wo? Warte. So? Nein, okay. Ich bin gerade voll am Abkacken. So. Ich nicht, der Typ steht da oben schon wieder. Komm bitte raus. 9:4, ich hab 1:2, so ein Scheiß. Na gut, ich maffe ja bloß hier rum. Du maffst hier rum? Ja, ich maffe hier voll rum. Schade, der Typ ist. Ey, da kommt irgendwie gerade einer mit dem Fallschirm, oder? Ach nee, das ist ein Freund. Das ist Blue Devil. Okay. Soll vorkommen. Er ist wahrscheinlich gerade voll langweilig für die Zuschauer. Ja, scheiße, hängen wir noch eine Runde dran. Waren bloß 10 Minuten. So kurz, ja, kann man machen. Nicht. Aber es war cool gerade. Es hat richtig Bock gemacht im Vergleich zu BFB C2. Weil das, ehrlich, anfangs fand ich es ja noch ganz witzig. Weißt du, habe ich ja gedacht, gut, ich muss das reinkommen. Aber jetzt weiß ich, nee, ha, kacke. Battlefield 3 ist so vom Gameplay her besser. Ich finde es so, ist so ähnlich wie Vice City und GTA San Andreas. Beides eigentlich relativ gute Spiele und bei San Andreas ist die Handhabung und das Handling ganz einfach viel besser. So von der Steuerung her. Das schleichende Tod, wo ist denn der? Gut, also bis gleich, bis zur nächsten Runde. Ja, bis gleich, Jim. So, es geht weiter, neue Runde und nochmal Glück vielleicht, hoffentlich. So, jetzt ich wieder mit deinem scheiß Muff, mir doch egal. Nee, ich werde, glaube ich, wieder ein bisschen rumsnipen. Ja, nicht da hinstellen, ist da wohl eh klar. Was? Das Muff. Blöd. Da, ja. Das, ach, ich bin Pilot. Ich denke mir schon, ja, warum fliegt der nicht los? Scheiße, ah ja, Chat mal wieder. Das ist jetzt unoptimal. Das der Chat doof. Verleitet mich bloß zum Flamen und das will ja keiner. Keiner. Ich habe gar keinen Beipilot. Ah doch, ich habe Blue Devil. So, wie warte mal. Wie fliege ich denn jetzt hier mal Gas geben hier? Jetzt mich erstmal hier unten verstecken im Schiff. Kommt hier jemand hin? Nee, ne? Kann man das? Ey. Nee, das haben wir schon erobert, aber das ist ein Feind. Warte mal, ich guck mal so, dass Blue Devil den klatschen kann. Oh shit, 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 shit. Ha, so hoch kriegt er sein Rohr nicht, der Penner. Nee. Oh shit. Weißt du, wie ich das machen werde? Warte kurz. Ich bin gerade bisschen im Stress, weil ich hier gerade Sniper spiele, aber ja, was? Vergessen. Scheiße! Nein! Nee, ich brauche ja noch diese komischen Hilfe bei Sichtung. Nein, scheiße, jetzt fliege ich auch noch da runter. Hilfe bei Sichtung? Ja, ich weiß. Das ist voll scheiße. Ja, ich weiß. Ja, ist doch egal, das hast du eigentlich schnell zusammen. Das habe ja sogar ich geschafft, also Richard. Ja, da werde ich das ja auch schaffen. Eben. Motivation. Oh, Hilfe bei Sichtung. Oh ja, komm, erstmal hier alles durchspammen. Ja. Hilfe bei Sichtung, krass. Ach nö. Oh, da unten ist ein Gegner. Guck mal, der hat mich ja. Toll, Eddie G. Der geht mir langsam auf die Eier, weil nur der mich irgendwie killt. Eddie G. Oh, yeah. Aha. Eddie G. Ah, Raidlord and Blue Devil. Ah, die F35 kann ich jetzt mal benutzen. Da kann ich mal zeigen, was ich nicht kann. Aha. Ja, Hilfe bei Sichtung. Komm, gib mir noch mehr. Hilfe bei Sichtung. Mach mir alle fertig. Achtlo. Na los, jetzt killt die, die ich gesichtet hab. Jetzt ist doch scheiße. Ja, also, gespottet hast du schon mal, jetzt müssen die Typen die nur noch killen. Das ist ja, das ist ja das Problem. Schön. Ja, noch ein. Hä, Bewegungsmelder? Hab ich irgendwie nicht gesetzt, aber ist egal. Nee, ich könnte jetzt rausspringen. Wow, oh, scheiße. Schon ist der Flieger am Arsch. Oder fast kaputt. Ah, das Hilfe bei Sichtung macht Spaß. Ja, geschafft. Fett. Hallo, Kollege. Ich bin hier drüben. Hallo. Setze ich hier erstmal meine geile Spawnback hin. Und noch einen geilen Bewegungsmelder, damit ich auch sehe, ob ein Feind kommt. Was mache ich eigentlich, wenn ich mit einem Muff abstürze? Bluten, sterben, heulen. Okay. All together. Scheiße, ich glaube, ich habe hier eindeutig ungünstigere Haus